Sie richten mehr Schaden an und erhalten andere, unglaubliche Effekte. Entweder den. Ich glaube, ich bleib beim Gewehr. Das Gewehr! Großartig! Niemand wird sich euch nähern können, wenn ihr es nicht wollt. Die Pistole behalte ich hier, falls ihr sie stattdessen verwenden wollt. Probiert es in der Zwischenzeit aus und findet heraus, welche Geheimnisse es in sich birgt. Mach ich! Geht doch. Und noch mehr? Perfekt. Unser Held ist ja schon richtig erwachsen geworden. Und der Hund steht da einfach nur blöd rum. So. Shit. Na, kommt her. Wow. Alter, ich bin nicht blind. Ich sehe, dass da ein Schatz ist. So, was haben wir denn da Schönes? Zeitverzögerungstrang. Noch ein und noch ein. Dreimal, schön. Okay, ah, ich glaube, da erwartet uns wieder was. Ja. Na, kommt her. So, ich hab für alle was. Weiter mit dem Hammer auf mich eindreschen zu müssen. Tsse. Knack. In your face, bitch. Da ist es. Da ist es. Die Spieluhr. Ihr habt euch gut geschlagen. Tretet ins Licht. Ihr müsst noch einiges erfahren. Gratuliere, Held. Die Berührung des Gildensiegels hat gezeigt, was ihr werden könnt. Dass ihr die Spieluhr habt, zeigt, was ihr bereits seid. Nur ein Held konnte dies schaffen.
So langsam lernt ihr, welche Kraft ihr besitzt und welches Potenzial noch in euch schlummert. Aber ihr habt erst den ersten Schritt auf eurer Reise getan. Albion ruft nach einer Revolution und jemandem, der sie anführt. Anhänger für eure Sache zu finden wird schwer. Sie gegen Logan zu führen, wird eine noch größere Herausforderung. Aber ihr müsst es schaffen. Er wird für seine Taten bezahlen. Hier geht es nicht um eine persönliche Fehde. Solange euer Bruder auf dem Thron sitzt, ist Albion in großer Gefahr. Öffnet die Spieluhr. Sie zeigt euch die Wahrheit. So, und das ist jetzt erstmal ein guter Zeitpunkt, um die Aufnahme abzubrechen, weil ich sehe gerade, ich muss mal kurz was tun, aber wir sehen uns hundertprozentig nachher wieder. Bis gleich. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Fable 3. Jawohl. Gut. Jetzt ist auch die Hintergrundgeräusche weg, weil Last Man Standing ungefähr seit 10 Minuten ungefähr beendet ist. So, weiter geht's. Ich nehme an, Gut. Albion ist mein. Seine Städte beugen sich mir oder werden brennen. Seine Berge neigen ihr Haupt oder werden zerfallen. Albion ist mein. Sein Volk ist mir treu ergeben oder stirbt. Nur ich alleine werde über seine Zukunft entscheiden. Ich weiß, was ich tun muss, und nichts wird mich aufhalten können. Wir werden größer und wir werden noch stärker sein. Ganz gleich, welche Opfer dafür auch nötig sein werden. Albion ist mein. Ich würde es lieber zerstören, als es aufzugeben. Wenn ihr noch an der Notwendigkeit einer Revolution gezweifelt habt, war das eure Antwort. Unter der Herrschaft eures Bruders wird das Reich untergehen. Jetzt müsst ihr euren ersten Verbündeten finden. Ihr könnt keine Rebellion ohne Anhänger führen. Sabine ist ein guter Mann und sein Volk ist stark. Jo, so, da bin ich schon. Gut, dann wollen wir durchs Tor gehen, ne? Das ist die Siegestraße, ja, weiß ich doch. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben 75. Nahkampfstufe 1. Mit hier mehr Schaden an. Okay, was haben wir hier? Färbemittelpaket, wer braucht denn sowas? Fernwaffenstufe 1. Oh. Heldenpose und Plaudern. Auch das nehmen wir doch mal, ne? Perfekt. So, was haben wir hier? Magiestufe 1. Ah, das nehmen wir auch mal. Yeah! Okay, was haben wir hier? Vermieterpaket. Werdet Albions größter Vermieter, indem ihr lernt, wie man Häuser kauft, vermietet und dekoriert. Ja, wer weiß, wozu es nützlich ist, ne? So. Das hat man, ne? Ne, Schockzauber. Mit dem Schockzauber teilt ihr Elektroschocks aus. Und teilweise betäuben. Aber 40, ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme dann erstmal hier die Nahkampfwaffe. Er kann ja immerhin wiederkommen, ne? Die Fernwaffe nehme ich auch.
Das soll es dann auch gewesen sein. Perfekt, was hatten wir hier noch? Ach komm. Weil es so schön ist. Oh, gut. Jetzt haben wir ja nur noch das, aber das können wir jetzt nicht mehr öffnen. Weil wir nur noch 9 haben. Aber egal. Wie gesagt, man kann ja wiederkommen. Weit ist der Hühnertritt. Kann man hier auch Hühner treten? Na wunderbar. Heilige Kartei. Es ist geschafft. Das ist ein Grund zum Jubel. Albion hat wieder einen Helden. Falls ich je nützlich sein kann, wäre es eine Ehre, euch zu dienen. Nee, ich glaube... Euer Erfolg war gewiss, Sir. Jetzt habt ihr den Beweis für euren Heldenstatus. Und ich glaube, Walter hat Fortschritte mit dem Söldnerproblem gemacht. Na denn? Er wartet vor der... Taverne auf euch. Nicht lang. Gut, gehen wir da lang. Wenn nicht die Sterne wollen, dann gehen wir da lang. Ja, ich bin ein Abenteurer. Vielleicht suche ich was Langfristiges. Bei uns könnt ihr euch richtig satt essen. Ach ja, okay. Wart ihr erfolgreich? Natürlich, Mama. Fantastisch. Es wird euch freuen, dass ich jetzt etwas über die Söldner weiß, die Sabine erwettert. Ihr Anführer ist ein Mann namens Saker. Er war früher Soldat, hatte aber schon immer mehr mit Banditen und Halsabschneidern gemeinsam. Seine Männer verschanzten sich in einer kleinen Festung in den Bergen. Aber ich habe da schon einen Plan. Na dann. Kommt mit. Nee, ich wollte nicht rein. Wir haben bei manchen Dingen Engpässe. Ich mache euch einen guten Preis, wenn ihr habt, was ich brauche. Einer der Söldner. Ein kaltblütiger Mörder. Er heißt Clarence, wird aber von allen Jimmy genannt. Okay. Er hat den ganzen Tag in der Schenke getrunken und den Leuten das Leben zur Hölle gemacht. Es war nicht schwer, ihn abzufüllen. Diese jungen Schläger. Alles halbe Portionen, wenn ihr mich fragt. Wie auch immer. Nehmt ihm die Kleider ab und ihr kommt ungehindert ins Lager. Gut. Versucht diese Flecken einfach zu ignorieren. Wenn ihr viel Gold ausgebt, kann ich mehr Nachschub kaufen. Also los, gebt viel aus. Um jemanden zu überzeugen, müsst ihr euch schon noch etwas mehr anstrengen. Selbst diese Idioten merken, wenn der Bart oder Tätowier... Das müsste das sein, na ja. Perfekt. Ja, dann wieder zurück, ne? Regierungen fehlen. Aber ihr könnt bestimmt alles Notwendige in der Stadt besorgen. Der hat ja einen Tranga an. Mit wem ich über Nahrung für die Vagabunden sprechen kann. Man hat hier vielleicht nicht viel übrig, aber die Leute sind freundlich. Man muss sie nur überzeugen. Wie auch immer, viel Glück mit Saker und seinen Söldnern. Das wird euer erster richtiger Kampf. Aber ich weiß, dass ihr das schafft. Natürlich schaffen wir das. Was denn sonst? Die Stadt liegt am Boden. Ich muss das Zeug schon fast verschenken. Ihr werdet es nicht günstiger finden, garantiert. Nur so kriegt man die Leute heute noch zum Geld ausgeben. Ich wünschte, ich wäre Königin. So ganz ohne Sorgen. Ach ja, wird man sich nicht alles wünscht, ne? Schöne, schöne Gegend hier. Hier lässt es sich leben. So ruhig.
und gelassen. Ha, verdammt, hier. Ich habe neue Sportkleidung, die euch 10 Jahre jünger aussehen lassen würde. 3, um alle Blöcke zu treffen. Okay. Na dann, wollen wir das mal machen. Ihr seid gut darin. Schauen wir mal, ne? Ich habe die beste Ware in Brightwall. Ein perfekter Kuchen. Ja, nee, das sehe ich auch so. Wunderbar. Bis dato kam noch nicht die Reihe. Beste Waren aus Brightwall gibt es bei mir. So, wie schwer. Oh, eine göttliche Kruste. Ein guter Preis ist sicher. Ihr sucht ein Geschenk? Da seid ihr hier richtig. Gute Arbeit. Ihr seid gut darin. Ich weiß, aber ich sehe gerade, mein Headset wird alle. Nein! Großartige Teigarbeit. Ausgerechnet jetzt. Großartige Teigarbeit. Alles, was ihr braucht und vieles mehr, findet ihr hier. Oh. Ihr habt genug Geld angesammelt, um ein Haus zu kaufen. Häuser sind exzellente Investitionen. Und ihr braucht ein Heim, wenn ihr jemanden kennenlernt. Ah, scheiße. Das Beste aus Brightwall. Oh Gottchen. Das wird heute Abend mein Nachtisch. Na dann, guten Appetit. Oh, wie schwer. Habt ihr das schon mal gemacht? Ja, gerade eben. Ist noch gar keine 10 Minuten mehr. Für Juwelen aus. Guter Kuchen. Allerbeste Konditorkunst. 301 Dollar brauchen wir noch. Oder Gold. Wenn dir mal was nicht auf... grandios. Ne, denke ich mir auch. Ein perfekter Kuchen. Ein guter Kuchen. Ne? Kommt ihr mal wieder in meinen Laden? Man weiß nie, wann es einen Schlussverkauf gibt. Ein guter Kuchen. Früher oder später komme ich in deinen Laden. Die besten Waren in Brightwall. Ein meisterhafter Kuchen. Jawohl. 91 Gold noch. Ah, shit. Wisch das auf. Geschenk nicht führen, ist es sowieso wertlos. Ein guter Preis ist sicher. So, 65 noch. Den werde ich für mich selbst behalten. Schaut euch ruhig einmal um. Ihr könnt gegen die Besten bestehen. 35 noch. Ich glaube, ein oder zwei Mal noch, dann haben wir's. Ein fantastischer Kuchen. Noch 11. Ja, ja. Dann haben wir's. Das. Ein perfekter Kuchen. Ihr habt genug Gold, um die abstoßenden Objekte zu erstehen, die ihr benötigt, um eure Söldnerverkleidung zu vervollständigen. Tolle Leistung für ein Mitglied der königlichen Familie. Oh Gott. Falls ihr Geschmack an der Arbeit gefunden habt, könnt ihr natürlich so lange weiterarbeiten, wie ihr wünscht. Einmal versuche ich es noch. Bis ich wieder faile. Ihr seid der Nächste am Nudelholz. Kommt zu mir! Klasse, nur weiter so. Bei mir gibt es die beste Ware im... Gute Arbeit. Puh. Eine göttliche Kruste. Weil ich brauche ja noch ein bisschen... Oh,
Kohle für mich oder Gold für mich. Ich liebe eure Technik. Geht doch. Oh nein. Gut, das war's. So, ich werde mir eben die Aufnahme wieder abbrechen, denn mein Headset blinkt und ich habe keinen Bock, dass die Aufnahme... Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Also, bis gleich. Hey!